Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenburg, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Das letzte Heimspiel gegen Borussia Aspach, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. So also ein bisschen Geduldsspiel, das Tor fiel erst in der 88. Minute war es, glaube ich, durch Marc Haider. Was erwartest du für ein Spiel am Samstag? Kann das ähnlich laufen? Ja, also wir hoffen. Also natürlich für uns, und das ist, was wir halt vielleicht nicht so dargestellt nach dem Spiel gegen Borussia Aspach. Für mich war es halt wieder dieser Bremer Brücker Feeling. 0-0, aber die Leute im Stadion haben gesehen, dass wir alles gegeben haben, dass wir auf Sieg gespielt haben und wir wurden da belohnt und die Zuschauer standen hinter uns bis zum letzten Minute und das ist halt diese Funken ist rübergesprungen und ich glaube, das ist halt dieses Zusammenspiel Mannschaft und Fans war unheimlich wichtig in dem Spiel. Es wird genauso wichtig sein in diesem Spiel, dass die Leute, die im Stadion kommen, hoffentlich zahlreich im Stadion kommen, dass sie halt uns nach vorne pushen. Das ist für die Mannschaft unheimlich wichtig. Und ein ähnlich schweres Spiel wie gegen Borussia Aspach. Nichtsdestotrotz, wir haben den Anspruch hier zu Hause in Osnabrück an der Bremer Brücke natürlich das Spiel zu gewinnen. Joe hat es angesprochen, für die Mannschaft auch wichtig. Inwieweit kommt das denn bei euch auf dem Spielfeld tatsächlich auch an, wie die Stimmung auf den Rängen ist? Kann es sein, so gerade in der letzten Viertelstunde gegen Aspach, dass die Mannschaft, dass die Zuschauer euch auch noch so ein bisschen zum Sieg getragen haben? Ja, also ich denke mal, als Mannschaft ist natürlich erstmal wichtig, dass man untereinander auf dem Platz am selben Strang zieht und in die gleiche Richtung arbeitet. Das haben wir gegen Groß Aspach geschlossen getan. Ob die Spieler, die von Beginn an auf dem Platz standen oder die reingekommen sind oder auf der Bank waren, die angefeuert haben bei Aktionen, wenn man bei denen in der Nähe war. Und ich denke, dass die Zuschauer das auf den Rängen auch gespürt haben, dass eine Einheit auf dem Platz steht, aber auch an der Linie ist. Und die Power, die dann von den Rängen aufs Spielfeld getragen wird, die geht natürlich auch an Spielern nicht vorüber. Das geht an uns nicht vorüber, aber auch am Gegner nicht. Deswegen ist es, denke ich, schon ein wichtiger Faktor, der hier dann zu Hause für uns auf jeden Fall auch in die Karten spielt, dass die Fans hinter uns stehen. Und eine geschlossene Einheit auf, als auch neben dem Platz dann da ist.